Club. Wir testen einen tollen neuen Fitnesskurs. Falls Yoga etwas zu sanft für euch war und ihr wirklich richtig ins Schwitzen kommen wollt, dann ist der Spinning-Kurs genau richtig. Hallo alle zusammen. Passt die Räder an und dann geht es in einer Minute los. Ah, da ist die Trainerin. Ich habe gehört, sie ist die Beste. In der Menschenwelt begleitet sie ihren Menschen jedes Mal zum Spinning-Kurs. Und so brachte sie das Spinning nach Pawtucket. Sie hat eine eigene Show im Tier-TV und ist ein echter Fitnessstar. Sie hat sogar ihre eigene Wassernapf-Kollektion. Oh, es ist Zeit, liebe Leute. Okay, ihr Weichlinge, lasst uns jetzt endlich anfangen. Ihr sollt mit jedem Fuß, Fuß in die Pedale treten. Macht schon! Hey, wie willst du denn das Auto einholen? So niemals, du Niete! Dieses Eichhörnchen hier macht sich lustig über dich. Willst du ihm das etwa durchgehen lassen oder versuchst du es jetzt mal einzufangen? Sieh dir den an, der fährt auf zwei Rädern. Willst du dich von ihm bloßstellen lassen? Und warum fährst du nur auf zwei Rädern? Warum nicht drei? Los, los, los! Stell dich in deiner Freizeit tot, Quincy. Oh, sie kommt jetzt zu mir. Vielleicht schimpft sie mit mir. Wie mache ich mich so? Nun ja. Brüll mich an! Das ist zwar mein erster Kurs, aber ich kann das echt locker vertragen. Ich weiß nicht recht, was ich sagen soll. Du hast anscheinend deine eigene Art, mit Dingen umzugehen. Also, ich glaube, du kannst einfach so weitermachen. Ja. Puh, was für ein Training. Danke, dass ihr mitgekommen seid. Und testet mal den Spinning-Kurs. Da lohnt es sich zu warten. Ich glaube, so viel steht sicher fest. Ich bin ein Spinning-Wunderkind. Das erste Mal auf den Pedalen und ich hab's voll drauf. Vielleicht sollte ich selbst Unterricht geben. Und vielleicht habe ich dann meine eigene DVD-Reihe. Und Snacks für vor dem Training. Und Snacks für nach dem Training. Ein ganzes Imperium.